Seien Sie heute Abend, meine Damen und Herren, überrascht. Da Capo ist oft eine lebendige Erinnerung, ein Wiedererklingen. Aber heute bei der ersten Sendung im neuen Jahr und das erste Mal vier Sender bei Dreisat, da ist nicht eine Stimme wieder zu erinnern, sondern das ist eine Stimme, die ist noch höchst lebendig und aktiv. Aber Gwyneth Jones, Frau Kammersängerin, Dame Gwyneth ist auch in vielem schon erinnerungswürdig. Frau Kammersängerin, Dame Gwyneth, Dame, was ist das? Ist das so der Gegentitel von Sir oder was sind Sie da? Es ist eigentlich genau dasselbe wie der Sir, ja. Nur natürlich ist es sehr nicht so oft gegeben wie der Sir. Ja. Also als ich zum Beispiel meinen Dame-Titel überkam von der Königin von England, waren 30 Männer, haben den Titel Sir bekommen und ich war der einzige Frau. Gratulation. Frau, ja. Geboren in Wales. In einem Ort, ich habe ihn oft gelesen, ich kann ihn nicht sagen, sagen Sie ihn mir. Pontnewydd. Ja, aber das ist eigentlich ein sehr kurzer Name in Wales. Kennen Sie einen längeren in Wales? Ja, da gibt es einen, das ist so lang, das ist von der einen Seite von dem Bahnhof zu der anderen. Und es heißt Llanfair Pwllgwyn, Gilltychwyn Drobwll Llantysiliau Gogogoch. Das ist fast unaussprechlich. Ja, ich darf ihn, brauche ihn nicht wiederholen. Nein. Aber in Wales geboren, in Wales singt man doch viel, nicht? Ja, eigentlich Wales ist genannt mit Recht the Land of Song. Und wir haben ganz, ganz viele Sänger, die auch internationale Karriere gemacht haben. Und Sie haben angefangen im Kirchenchor? Im Kinderchor. Kinderchor. Ja, im Kinderchor und im Kirchenchor. Und wie ging es dann weiter? Ja, eigentlich bin ich in dem Kinderchor. Ich habe mich hinein. Sehen Sie, wie Sie ausgesehen haben damals? Sehen Sie? Ah. Oh. Ja. Ja. Nö. Ja, ich habe mich hineingeschmuggelt, weil ich hatte Angst, dass das mich nicht hineinlassen würde. Ja. Und die haben nur festgestellt, dass ich da war, weil einen Abend war es so heiß, dass ich im Unfall, ich bin umgefallen im Ohnmacht. Da sind Sie aufgefallen. Und dann bin ich aufgefallen durch den Unfall. Fall, ja. Ja. Und dann ging es weiter, in London haben Sie studiert? Ich war in the Royal College of Music, in London, ja, vier Jahre lang. Und dann in Siena und dann in Zürich in die International Opera. Und dann haben Sie alle Preise gewonnen. Ja. Aber Sie mussten auch, um Ihr Studium zu verdienen, mussten Sie jobben nebenbei, nicht? Ja, es war eigentlich eine sehr schwere Zeit für mich, weil ich hatte beide Eltern sehr früh verloren. Meine Mutter ist gestorben, als ich drei war. Und mein Vater ist gestorben eine Stunde, bevor der Brief kam von London, zu sagen, dass ich akzeptiert wurde. Ja. Und dann habe ich ein Riesenglück, dass ich ein ganz kleines Stipendium bekommen habe. 280 Pfund im Jahr. Im Jahr? Im Jahr. Aha. Das ist nicht sehr viel. Nein. Und ich habe dann so Sekretärinarbeit gemacht und ich habe in The Mukau Milk Bar am Abend, also nach der College-Time, dann habe ich bis Mitternacht, also in Baker Street, also Hamburger serviert und so weiter, um ein bisschen Geld zu verdienen. Ja, das ist gut. Und auch Sie wissen, es hören uns sehr viele zu, die studieren, viele Sänger und Sängerinnen, die das werden wollen, die sollen das ruhig hören, dass auch das dazu gehört. Ja, es macht, dass man umso mehr arbeitet, nicht? Also, wo war Ihr Debüt? Mein Debüt? Darf ich unterbrechen? In der Oper jetzt. Ja, in der Oper. Das war in Zürich im Junifest, Annina in Rosenkavalier. Gott, man hat mir gesagt, in Cardiff wäre das gewesen mit das Macbeth. War, nein, das war später. Ich war später? Schon engagiert einem Jahr in Zürich. Aber Sie haben doch den Orpheus gesungen in Zürich. Ja, ja, ich war damals Mezzo. Mezzo. Und ich habe Orfeo und also viele andere dritte Dame in Zauberflöte. Ja. Und Cipra, die alte Cipra in Zigeunerbaron. Und wie wurde aus dem Mezzo ein Sopran? Es war in einer Vorstellung von Zigeunerbaron. Ja. Und eine Kollegin, die Safi gesungen hat, hat ein bisschen eine Erkältung und hat gesagt, kann ich vielleicht in den Ensemble die Sopranpartie singen? Und natürlich mit großer Freude habe ich dann die hohe Linie gesungen. Meine Lehrerin hat immer gesagt, dass ich... War das Ruth Becker oder wer?
Zuerst Ruth Packer in the Royal College und dann Maria Carpi in Geneva. Und die haben beide gesagt, dass ich eigentlich Sopran bin. Aber auch Santi hat Anteil gehabt, nicht? Ja, er war in der Vorstellung an diesem Abend, wo ich für die Adele Lee gesungen habe, die in der Ensemble teile. Und er hat mich sofort gepackt am nächsten Tag. Und ich müsste dann alle möglichen, die schwierigsten Phrasen von dem Sopran-Repertoire. Das wusste ich natürlich nicht, weil ich kannte diese Sache nicht. Und ich wollte ihm imponieren und habe eine hohen Zehen nach dem anderen gesungen. Ja. Und dann hat er gesagt, fertig, Sie werden nie als Mezzo mit mir singen. Aber Scholti hat sich doch als Mezzo noch engagiert in London, ne? Ja, weil in dieser ersten Saison in Zürich, es ging alles ruckzuck bei mir, also sehr schnell. Ja. Ich wurde aus dem Opernstudio nach 3 Monaten geholt und einen Vertrag mit dem Zürcher Opernhaus. Dann nach einem Jahr habe ich für Scholti vorgesungen und hat sofort in Covent Garden. Wie war die Geschichte mit Jolini? Der hat sie doch bei Troubadour. Was war da? Ja, es war geplant, eine neue Inszenierung mit Visconti und Jolini. Ja. Und ich habe großes Glück, dass ich durfte nach Italien gehen und studieren mit Ricci und Luigi Ricci. Und in der Woche, wo ich dort war, hat Luigi Ricci mir zu Jolini gebracht nach Hause und ich habe die ganze Partie durchgesungen für ihn und am nächsten Tag fing die Proben in London für Troubadour. Nein, Price, oder? Nein, Leontine. Leontine Price sollte es singen. Und sie ist krank geworden und als ich nach Hause kam von Rom, hat Sir David Webster, er war damals Opern-Direktor, hat mir angerufen und gesagt, my dear, you were born with a golden spoon in your mouth. Weil die Leontine ist krank und Jolini hat gesagt, ich habe sie gestern in Rom gehört und ich möchte, dass sie die Premiere... Der Bing hat sie auch gehört in Zürich. Er war in dieser Vorstellung, als ich meine erste Amelie, meine allererste Sopranpartie. Statt Ulrike habe ich Amelie gesungen. Und Bing war in der Vorstellung und hat mich gebeten in seinem Hotel am nächsten Morgen und wollte mich sofort an der Met engagieren. Aber ich war erst ein paar Monate in Karriere. Nicht? Und ich habe gesagt, es ist viel zu früh. Nein, hat er gesagt. Es war so toll gestern Abend, ich möchte unbedingt, dass Sie an der Met kommen. Sagen Sie mir bitte eine Liste von Ihrem Repertoire. Und was haben Sie an der Met gesungen? Und ich habe gesagt, das haben Sie gestern Abend gehört. Mein ganzes Repertoire war einfach... Aber da war 62 Sieglinde in New York zuerst, oder? Ja, das war mein Debüt. Aber wir haben auch etwas zu zeigen unseren Zuhörern und Zuschauern, nämlich 69, eine historische Aufnahme, Octavian in Wien mit Bernstein. Otto Schenks Inszenierung und die Riri Christ sang die Sophie. Und das hören wir jetzt. Schön. Ja, wo war ich schon einmal? Schön. Nie in der Provinz, immer gleich an den großen Opernhäusern. Ja, eben, das ging wie eine Rakete los. Frau Kammersängerin, wie lernen Sie Ihre Partien? Sie haben einmal den schönen Satz gesagt, Partitur und Klavierauszug sind die tollsten Bücher, die ich mir vorstellen kann. Die sind für mich wie Krimis, weil man entdeckt immer wieder Neuigkeiten drin. Mhm. Ich studiere meine neuen Rollen, wo ich kann. Manchmal am Strand, manchmal im Flugzeug. Wie studieren Sie auf dem Klavierauszug? In die Küche, während ich backe.
Überall habe ich meine im Bad, die sind immer nass. Und es ist nicht nur, wenn ich studiere, aber immer wieder schaue ich hinein. Und es Hören Sie auch Aufnahmen Ihrer Kolleginnen an? Eigentlich nicht, bevor ich... Nein. Nachher vielleicht, aber ehrlich zu sein, ich bin so viel unterwegs, ich bin so selten zu Hause und ich habe eigentlich keine Möglichkeit, Platten zu anhören, weil die sind immer zu Hause. Aber wenn Sie Elektra machen, dann gehen Sie auch nach Griechenland und gucken sich so die Originalorte an, nicht? Ja, das ist mir sehr wichtig, einfach die Luft, die Atmosphäre zu spüren, nicht? Also wenn man einmal in Mykenä auf dem hohen Berg gestanden ist, dann möchte man Agamemnon also singen und wenn man in Rom war, dann weiß man, wie die Tosca gelaufen ist oder wenn man in Wien für die Marschallin und Octavian oder in Japan für Madame Butterfly. Ja. Ich finde, das gehört dazu. Und ich finde es auch wahnsinnig interessant, Leute zu beobachten, nicht verschiedene, weil so kann man dann, es ist... Die Therese Giese hat mir zu mir einmal gesagt, ich fahre morgens mit der Straßenbahn darum zum Theater, um in der Straßenbahn Leute zu beobachten, die ich dann darstellen soll. Ja, Aber neue Partien, die machen Sie immer nur in Neuinszenierungen, oder? Wenn Sie neue Partien... Nicht immer. Nein. Natürlich, ideal ist es und wünschenswert und ich möchte. Aber ich habe zum Beispiel meine erste Ariadne in München gemacht, mit einer ganz normalen Einprobe am Tag vorher. Oh Gott. Und das war herrlich, weil... Nein, das ist nicht herrlich. Nein, schrecklich ist das. Es war schrecklich aufregend und so. Aber man muss dann gut einstudiert sein. Ja. Aber ich stand vor dieser Tür in der Vorspiel, nicht? Ja. Also immer wieder hin und her. Kam ein Herr und er hat immer an meinen Rock gezwickt. Ja, Frau, die Noten, lass mich in Ruhe, ich muss auftreten. Und nein, aber die Noten, die gehören mir nicht, aber Sie müssen sie mitnehmen. Und die haben vergessen, mir zu sagen, dass ich... Es war aufregend. Wir haben gesucht, wir haben aus dem italienischen Fach auch etwas gefunden, was wir zeigen möchten, nämlich Don Carlos de Elisabeth. Und da ist was ganz Schönes. Das kommt nämlich aus dem Tokio, da war eine Aufführung in Tokio. Das war ganz am Anfang meiner Karriere, 66, ich glaube. 66, mit Rom-Opera. Ja, und mit Konyat gesungen. Ja. Und ganz besondere Aufmerksamkeit, es sind japanische Untertitel, meine Damen und Herren, zu sehen. Das tun wir für unsere japanischen Zuhörer in Düsseldorf. Die freuen sich, dass sie es jetzt auch sehen können darunter. Also Don Carlos Elisabeth. Mir ist immer aufgefallen, Sie wollen nicht nur singen, Sie wollen singend interpretieren. Und diese Interpretation, Sie haben einmal einen sehr pathetischen Satz gesagt, ich habe mir den aufgeschrieben. Die Wagner-Frauen befreien die Seelen ihrer Geliebten durch Zuneigung. Ein ungeheurer Satz. Ja, aber es ist wahr. Ja. Nicht, ich meine, wenn man an Isolde denkt oder Sente, Brünnhilde. Sie haben alle Wagner-Partien bis auf die... Bis auf die Elsa. Auf die Elsa. Haben Sie alle, bis auf die ganz frühen, haben Sie alle gesungen? Ja, das ist fantastisch. Und auch fast alle Strauss-Partien, aber auch also fast die Verdis und Puccinis, also eigentlich ist es irrsinnig viel. Ja, aber wichtig ist, dass Sie die szenische und die musikalische Interpretation eigentlich immer zusammen sehen, nicht? Ja, ich meine, das ist das Wundervolle und Herrliche an Oper, weil es ist die Kombination von eigentlich alle
die Künste, nicht? Also von Poesie, von Schauspiel, ja, auch von Ballett, vom Tanz, weil man, ich tanze auch so leidenschaftlich gern. Ja, und natürlich Spielen, Schauspiel, es ist etwas ganz, was man hat so ein Gefühl von erfüllt. Um es erotisch auszudrücken, Yin und Yang gehören zusammen. Jan. Ja. Ja, ja, das ist so. Ja. Das ganze Wagner-Fach, wie kam es? Sie haben nicht sehr viel moderne Rollen gesungen, ne? Erwartung, was eigentlich noch nicht auf der Bühne. Ich hoffe, dass das noch kommt, dass ich das auch schauspielerisch mache. Ja. Aber es ist immer, man kann nicht planen eigentlich, ja, nicht. Man wird gefragt, wird das plötzlich, versucht man, die versuchen einem in eine Schachtel zu geben, nicht, dass man wird gestempelt als Wagner-Strauß. Ja, und dann muss man wirklich kämpfen, dass man italienisch singen kann und habe ich das richtig in Erinnerung? Sie haben doch Poulenc, haben Sie doch die menschliche... Ja, das habe ich. Paris? In Paris, ja. Irgendwie, ich springe immer in die tiefe Wasser hinein. Das war meine erste französische Partie überhaupt. Ja. Und es ist wahrscheinlich die schwierigste Rolle, was ich überhaupt aussuchen könnte, weil ich bin allein auf der Bühne mit einem Telefon. Ja. Und ich habe das eigentlich meine französische Publikum zuliebe gemacht. Die sind so toll und das ist so ein Liebesaffair seit Anfang meiner Karriere und ich wollte einfach etwas in der französischen Sprache bewegen. Ich habe mich über einen Satz von Ihnen sehr geärgert. Sie haben gesagt, Sie ändern die Figur nie, trotz verschiedener Inszenierungen. Bleiben Sie da immer gleich, obwohl der Regisseur Ihnen was anderes sagt? Nein, nein. Ich meine, der Grundstein, das sollen Sie wissen. Ich meine, wir haben so oft zusammengearbeitet. Und zum Beispiel die Salome, was wir gemacht, oder Elektra, nicht? Ich behalte die Grundideen und die Figur, aber man wächst und wächst und wächst. Ja. Und wenn man das mit einem anderen Regisseur macht, kommen neue Ideen an und man schmeißt nicht weg das, was man schon hat. Es ist, man wird reifer. Ich möchte so gern, dass Sie wieder in Elektro kommen, weil damals, wir haben so miteinander gekämpft, nicht? Ja. Wegen diesem Tanz. Sie wollten unbedingt, dass ich stillstehe und ich wollte schon tanzen, wie in Salome. Und Sie haben recht gehabt. Und es ist gewachsen jetzt, dieser Todestanz und die ganze Figur. Ich bin erschrocken selber, was für Emotionen kommt. Wissen Sie, was der Kaiser über Sie geschrieben hat? Wir wollen nicht Kritiker zitieren, aber der Kaiser hat einmal gesagt, Ausdruckskraft von reinster und wildester dramatischer Größe. Wildester dramatischer Größe, sagt Kaiser. Toll. Ja. Und da sind Sie oft, da muss man Sie ja zähmen, nicht, liebe Dame? Ja, man muss aus sich raus. Und da sind immer so viele Emotionen drinnen, was man nicht weiß. Und ich brauche dann jemanden wie Sie, die rausziehen. Und sprechen wir über Sie. Ich werde nie vergessen, als Sie in der Todesverkündigung diese Waschung, darf ich das so sagen? Ja. Des Segen. Das war Giraud, nicht? Ja. Ganz Idee von Giraud. Ja. Eines der für mich beglückendsten Momente, die ich gesehen habe in der Oper. Ja. Und was mich so glücklich macht, ist, wenn man sofort versteht, was der Regisseur möchte. Und es möglich ist, das zu umsetzen. Ja. Und ich weiß, die ersten Proben, als wir diese Szene gemacht haben, manche Kollegen haben nur gelacht und Witze erzählt. Und ich musste so ernst bleiben, um die zu überzeugen. Es ist wunderschön, wir müssen das genauso machen. Boulez hat es dirigiert, nicht? Ja. Boulez hat es dirigiert, Giraud inszeniert. Und Giraud, es war fantastisch, diese Arbeit mit ihm. Und nicht nur die Arbeit, aber dann 5 Jahre lang ist er immer in der Vorstellung, in jede Vorstellung und sehr oft auf der Bühne. Man wusste nie im nächsten Moment, wo er auftaucht. Aber hat er doch auch selbst gespielt, nicht? Ja, das meine ich. Er hat den Dampf gemacht und einmal hat er den toten Siegfried weggetragen und plötzlich sehe ich, Gott, das ist der Patrice, nicht? Er war in der Menge zusammen. Collo war einmal krank, hat Collo gesungen an der Seite oder wie war das? Und er hat gespielt, nicht? Zweimal. Einmal hat er seinen Fuß gebrochen, ausgerutscht auf einem Boot oder so. Und er saß hinter dem Fels mit Gipsfuß und hat von dort gesungen. Und ein anderer, und ich dann, der Giraud, hat den ganzen Siegfried gespielt. Ja.
Es war unglaublich. Ich hatte solche Angst, mit einem nicht singenden Kollegen zu spielen. Besonders in dieser letzten Szene vom Siegfried, nicht? Aber wir hören jetzt nicht auf Siegfried. Und das nächste Mal hat Kollo eine Erkältung gehabt. Und er hat stumm gespielt und ein anderer Tenor hat gesungen. Also das war auch ein Erlebnis. Wir hören aber jetzt, soll ich aus Walhall scheiden? Bayreuth-Aufnahme, Boulez dirigiert. Schön. Erinnern Sie sich noch an das Riesen-Buh-Konzert nach der Premiere? Oh, das kann man nicht vergessen. Das kann man nicht vergessen? Nein. Und wie hat sich dann entwickelt? Erzählen Sie das unseren Zuschauern. Wie war das dann? Im ersten Jahr war wirklich also drohend, dass wir werden erschossen vor dem Vorhang und ich weiß nicht was. Also man wurde sogar attackiert in der Straße, auf der Straße. Aber es war fantastisch. Ich habe noch nie Leute so, also wirklich diskutieren über den Text und das Werk. Und das war fantastisch. Und dann, also nach 4 Jahren, also 5 Jahren, die letzte Götterdämmerung, haben wir 1,5 Stunden Applaus. Es war unglaublich. Und wir waren so müde, dass wir nicht mehr zum Vorhang kamen. Spricht das gegen das Publikum? Noch 20 Minuten geklatscht. Was haben wir daraus zu lernen? Hat das Publikum gelernt? Oder wie, was ist das? Ich glaube, das ist, weil es war eine so anderes Stil und man musste sich daran gewöhnen. Und ich glaube vor allem, dass die Götter nicht mehr wunderschön war. Man hat gesehen auch, was für schlimme Sachen der Wotan gemacht hat. Und irgendwie, das Publikum wahrscheinlich wollte nicht diese schlechten Seiten vom Ring sehen. Wenn es sich darf springen, Sie haben einmal gesagt, alle Opernsänger sollten auch Lieder singen. Haben Sie gerne, singen Sie gerne Lieder? Ich singe gerne Lieder, ja. Weil das ist, jedes Lied ist ein Gedicht, nicht? Und man ist so nah an dem Publikum. Es ist etwas Fantastisches. Und man muss sich so kontrollieren. Es ist etwas Wundervolles. Und ich finde, das ist sehr gut für jede Sängerin. Ich habe Sie ein paar Mal gehört und es kam mir immer so vor, als ob Sie dort singend eine Geschichte erzählen wollen. Nicht eine Figur so sehr gestalten, keine Figur, das tun Sie in der Oper. Aber als Liedersängerin wollen Sie die Geschichte erzählen. Ich finde, Text ist so wichtig. Text ist so wichtig. Ja. Und auch wenn man, ich sehe mit jungen Sängern manchmal, dass die nehmen eine Übersetzung, statt dass die Wort für Wort. Es ist so wichtig, dass der Ausdruck kommt, nicht? Ja. Weil wenn man singt ohne Ausdruck, ist es besser, dass man nicht singt. Warum haben Sie 10 Jahre gewartet, bis Sie die Isolde und die Brünnhilde gesungen haben? 10 Jahre? Ja, und für Elektra 20 Jahre. Weil es ist auch, dass man muss Routine haben, man muss also Stamina, dass man durchkommt, so,
solche lange Partien. Und dass man auch mature, dass man versteht diese Sachen. Es ist ein großer Unterschied zwischen die hochdramatische und zum Beispiel Sachen wie Fidelius oder Macbeth sind auch schwere Partien, aber nicht zu vergleichen mit Tristan oder Brünnhilde. Und Tristan, Isolde haben Sie ohne Strich gesungen? Ja. Ohne Tag- und Nachtstrich? Ja. 14 Mal habe ich gelesen. 14 Mal. Meine erste in San Francisco und dann in The Met. Ja. Aber Sie haben nicht nur tragische und große Opern, Sie haben auch, verzeihen Sie, Operette gesungen. Ja, mit Ihnen zusammen. Nein, das möchten wir gerne hören, nämlich Lustige Witwe. Schön. Aus dem Villjahr das Waldmägdelein. Hören und sehen wir jetzt. Kohn dirigiert in Berlin mit dem Staatsoper Berlin. Sie haben mit allen großen Dirigenten dieser Welt eigentlich gearbeitet, nicht? Ja, ich habe aber nur mit Kleiber, ganz mit große Glück. Mit wem haben Sie denn nicht gern gearbeitet? Eigentlich niemand. Warum ich arbeite immer, wenn man Musik macht, das ist etwas so fantastisch. Ja. Wie kann man dann nicht glücklich sein? Warum haben Sie nie mit Karajan gearbeitet? Ja, das ist fast gekommen. Er hat mich in London gehört und hat mich engagiert für ein Verdi-Requiem. Ja. Aber dann ist zuerst der Tenor krank, dann der Bariton, dann der Mezzo und dann von Karajan. Und zum Schluss war ich die Einzige, der geblieben ist. Ja. Und er hat nie wieder gefragt. Und ich weiß nicht, ob, weil ich die Einzige, vielleicht hätte ich auch absagen müssen. Sie sind nicht krank geworden. Und vielleicht war er dann nicht so glücklich, dass ich trotzdem ohne ihn gesungen habe. Aber ich war sehr jung und wusste nicht anders. Stimmt das, dass Sie von 1600 Vorstellungen nur 9 abgesagt haben? Ich habe das gelesen. Ja. Das ist wirklich aber ein Rekord. Ich weiß nicht, wie viel ich eingesprungen bin zu helfen. Also
Ja. Wahrscheinlich 90 oder mehr. Wie ist denn Ihr Verhältnis zum Regisseur? Ich frage das mit Lächeln. Das wissen Sie. Ja, aber ich bin eine Kämpferin, weil ich will, dass ich liebe meine Arbeit und ich liebe die Proben auch. Und ich möchte etwas davon profitieren. Ich hasse es, wenn die Proben nicht konzentriert sind, weil jede Minute verlorene Zeit ist schade, nicht? Und Sie haben eine ungeheure Originalitätssucht. Sie sagten immer zu mir, hat die Szene, wie haben die anderen das gespielt? Ich will das völlig neu spielen. Ich will das anders spielen. Ja, das ich will das nicht so spielen wie die, jetzt sage ich die Namen nicht. Aber ja, Sie wollten das immer neu erarbeiten. Ja, natürlich, weil das ist Fanatismus, eine Probenfanatikerin sind Sie, Gott ja, sei ja, Dank. Ja, 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 ja. Und ich kämpfe, weil ich finde, dass der Werk muss, man muss treu sein. Ich bin nicht gegen Modernisieren. Ich will auch, ich mache gern moderne Sachen und so. Aber ich mache nicht gern etwas gegen das Stück, nicht? Aber etwas ganz wirklich ein Unikat ist, Sie haben Elektra und Marschallin nebeneinander, also nicht nebeneinander, in derselben Zeit gesungen. Ja, das tue ich immer wieder. Ja, Sie haben in Zürich an einem Abend, was haben Sie da getan? Erzählen Sie es bitte. Ja? Ich habe gleichzeitig die Färberin gesungen und bin eingesprungen im letzten Moment und habe auch am gleichen Abend die Kaiserin gesungen und habe von der Seite der Bühne vom Blatt gelesen. Ja. Fragen Sie mich nicht, wie ich das gemacht habe, weil eigentlich, ich habe selber nicht geglaubt, aber es ist gut geworden. Ich habe sogar ein Tonband davon. Irgendein Fan hat es aufgenommen. Da ich dieses Stück inszeniert habe. Aber das war ein aufregender Abend. Ja. Aber Sie haben auch etwas getan, das war der Wunsch von Götz Friedrich. Sie haben die Venus und die Elisabeth zusammen in Bayreuth gesungen. Ja. Und das möchte ich ganz gerne. Durch einen Trick können wir beides nebeneinander sehen und nacheinander sehen. Tannhäuser, Geliebter, kommen die Venus. Spaßvenkov als sinnlich erregter, aber nicht singender. Und dann sehen wir auch die Elisabeth. Oh, schön. Sinnlich und das Reine nebeneinander. Thank you.
Als Sie sich eben als Elisabeth sahen, sagten Sie zu mir, welch ein schönes Kostüm. Ist Ihnen das egal, in welchem Kostüm Sie auftreten, oder achten Sie sehr darauf? Sehr. Ja. Ich stehe auch stundenlang, um sicher zu sein, dass das Kostüm gut sitzt. Ja. Und ich protestiere auch, wenn ich finde, dass ich kann mit einem Kostüm nicht umgehen. Sie wissen selber, bei unserer ersten Elektra, wie Sie haben dieses Kostüm, das war ein bisschen wie der Cosima Wagner mit so einem Bassel hinten. Ja. Und dann haben Sie gesagt, nein, es kann nicht sein. Wie kann? Und dann haben Sie gesagt, ja, Sie bewegen sich nicht emotionell und zu damenhaft. Ja. Und dann haben wir alles irgendwie weg. Und aber das Lederkostüm bei Walküre. Wetzen. Aber das Lederkostüm Walküre, das hatten Sie besonders gern, nicht? Ja. Sie haben gesagt, das wäre so sexy. Ja, Walküre, tatsächlich. Ja, ja. Und den Schleier bei Salome, tanzen Sie das immer noch? Ja, ich habe letzte Woche in Wien und ich tanze diese Tanz so gern. Also, wie Sie wissen, ich habe damals mit einer Bauchtänzerin sogar studiert und ein Balletttänzer. Und dann haben wir dann zusammen, also das auch dramaturgisch, also toll gemacht, diese Beziehung zu Johanna in das System. Wie war Ihre Beziehung zum Publikum eigentlich? Immer gut? Hatten Sie eine gute Beziehung zu Ihrem Publikum? Ich liebe mein Publikum. Sie haben eine richtige Fangemeinde, nicht? Ja, aber es ist fantastisch. Also es gibt so viele liebe Menschen und die reisen überall. Ich staune immer, weil Fans von Wien kommen nach New York für den Ring und umgekehrt. Und es ist eine richtig große Freundschaft, finde ich. Wie singen Sie im Rosenkavalier? Wie kann denn das geschehen im Monolog? Wir haben nur 3/4 Stunde für diese Sendung. Früher war es 1 Stunde, jetzt nur noch 3/4 Stunde. Aha. Jetzt müssen wir uns etwas beeilen, das tun wir auch. Ja, ich möchte so ungern von Carlos Kleiber, Rosenkavalier, wie kann denn aus dem Monolog der Marschallin etwas hören? Das war an der Bayerischen Staatsoper unter Carlos Kleiber. Fantastisch. Wenn es, Sie haben so früh mit großen Sängern dieser Welt gesungen, ganz früh mit Simon. Ja, ich habe so ein großes Glück eigentlich, weil am Anfang meiner Karriere, wenn ich Anfang 20 war, durfte ich auf der Bühne stehen mit Hotte, Simonate, Bergonzi, Birgit Nilsson, also Windgassen, Frick, Greindl und mit alle tolle Dirigenten wie Böhm und Giulini und Scholti und Abbado und es ist Krips, es ist Bernstein. Die Warnei hat Ihnen einmal einen Rat gegeben, stimmt das? Sie sollten nach dem zweiten Akt Tristan und Götterdämmerung, was sollten Sie tun? Ausruhen, schön essen und dann sich einsingen. Ja, und ich konnte das alles, nur das Essen, ich kann nicht während der Vorstellung essen. Und ich habe versucht, bei meiner ersten Götterdämmerung ein Sandwich hinunterzukriegen, aber ich kann nicht wirken. Aber einsingen ist wichtig. Einsingen, das ist bei Götterdämmerung und Tristan, weil es so eine lange Pause ist, nicht nach dem zweiten Akt. Ja. Und man muss dann der dritte Akt, weil mehr als eine Stunde, oder in Bayreuth 2 Stunden oder 2,5 Stunden, man muss sich wie für ein
eine neue Vorstellung wieder einsingen. Ja. Sonst, die Stimmbänder glauben, es ist Feierabend. Wie singen Sie ein? Sagen Sie doch mal, wie ist das? Vokalisieren, was tun Sie denn? Machen Sie mal eine Übung. Mi, ja. A, E, I, O, U. Das ist ja eine sehr aktuelle Sendung, die wir machen. Und der Finanzminister, Herr Weigel, sagte, wir sollen sparen. Verdienen Sänger zu viel? Ich finde, viel zu viel wird geredet über Geld. Ich meine, es gibt so wenig wirklich erstklasse gute Sänger. Und wenn man einen guten Sänger engagiert, wird das Haus voll. Und das kommt zurück. Und sogar, ich meine, in Zeit von Caruso, ja. Er hat auch viel Geld. Caruso hat 1907 in Hamburg, ich habe den Vertrag nachgesehen, 10.000 Goldmark verdient. Das wären umgerechnet, habe ich ausrechnen lassen, 110.000 Mark am Abend. Kriegen Sie ja leider nicht, aber auch dann ganz gut. Dann ja. sind die Sänger heute alle billig. Wie war Ihr Verhältnis zur Presse? Zur Presse? Ja. Ja, ich meine, ich halte mich zurück. Was soll man tun? Jubel. Geitel hat immer gut über Sie geschrieben. Der Kästing ist nicht erfreut. Kennen Sie den? Nein. Ach so, nein. Das wird ihn jetzt nicht freuen. Aber ich meine, der hat immer gesagt, ich meine, ich kenne ihn vom Namen her, aber nicht persönlich. Er hat gesagt, Sie hätten technische Schwierigkeiten. Haben Sie das bemerkt? Das ist dann erstaunlich, dass ich so eine lange erfolgreiche, wenn ich keine gute Technik habe. Ja, ja. Und Überinterpretation auf Kosten der Stimme, würden Sie das akzeptieren? So intensiv dabei? Nein, aber ich meine, wenn man nicht intensiv, wenn man keine Emotion, schau Colors an. Ja. Es ist manchmal notwendig und nötig, dass man vielleicht ab und zu auch einen Ton, der nicht so rund und wunderschön ist, um einen besonderen Affekt zu erreichen. Ja. Nicht? Und es muss natürlich, man muss eine wunderschöne Linie haben. Aber manchmal, wenn man wirklich etwas, wenn die Tosca Scarpia umbringt, dann muss man manchmal hässliche Töne bringen. Ja. Sonst ist es nicht glaubhaft. Oder? Ja, ich bin Ihrer Meinung. In Salzburg hat man Sie immer mit der Lehmann verglichen. Das ist ja gut, nicht? Ja, schön. Nicht schlecht. In Hamburg haben Sie den Shakespeare-Preis bekommen. Das hat mich besonders gefreut. Ja. Und dass Sie auch ein Ehrendoktorat haben in Cardiff an der Universität, ist auch was Schönes. Ja. Dass eine Sängerin das hat. Ja, es ist sehr schön. Also. Aber wir müssen noch Fidelio hören. Denn diese. Mit der Staatskapelle Dresden, glaube ich, Böhm hat es dirigiert. Komm, Hoffnung, das soll uns doch im neuen Jahr doch als... Ja, das ist auch eine Partie was immer aktuell ist. Ja. Und es hat mich vom Anfang, es war eine von meinen allerersten Partien. Und ich singe das immer noch so gern. Und es hat so eine wichtige Botschaft auch Leonore, komm, Hoffnung. Thank you.
frage immer als Letztes, was halten Sie von der Ausbildung? Ich darf was ganz Persönliches fragen. Ich habe gehört, Ihre Tochter will Sängerin werden. Was soll sie lernen? Wie würden Sie sie ausbilden? Ja, ich bilde sie aus. Also ich habe, sie studiert seit ungefähr einem Jahr und sie ist im Moment in Manchester, in der Northern Royal College of Music. Und ich habe also jetzt einem Jahr sie Unterricht gegeben. Was haben Sie unterrichtet? Ja, Technik. Sehr wichtig ist, wie man steht, wie man atmet. Die Interpretation von Text natürlich. Und dann die Position vom Mund, von Lippen, vom Zunge. Und wo der Ton platziert. Und man muss das sehr klar. Also sehr viele sagen, ja, der Ton kommt hier hinaus oder ich weiß nicht was. Es muss, finde ich, etwas, was der Student wirklich verstehen kann, ohne Problem. Und die Tochter folgt der Mutter? Ja, es war am Anfang natürlich nicht so einfach, aber wir arbeiten fantastisch zusammen. Und immer in den Ferien jetzt natürlich, weil jetzt ist sie in Manchester, geht morgen zurück nach den Weihnachtsferien. Aber es ist so fantastisch, mit der eigenen Tochter zu arbeiten und das ganze Wissen, was ich über diese viele Jahre gesammelt, ich möchte das immer weitergeben zu ihr. Wenn es gab ein Motto in Ihrem Leben, könnten Sie jetzt, dieses bisherige, es dauert ja noch lange, ein Motto, ich habe eins gefunden, wenn Sie jetzt keins wissen. Ich habe was gesehen, dass Sie einmal gesagt haben, ein Motto von einem Inder, glaube ich, Kali Gibran. Gibran, ja. Der hat gesagt, Arbeit ist Liebe sichtbar gemacht. Ja, haben Sie durch Ihre Arbeit Liebe sichtbar gemacht? Ich versuche immer, weil für mich Liebe ist das Allerwichtigste. Dass man durch die Musik Liebe dem Publikum gibt. Und Freude machen. Und Freude. Ja. Und das ist für mich der Allerwichtigste. Und dass man mit Liebe singt. Das ist ein solches Privilegium, dass man in diese wunderschöne Welt von Musik. Was für ein wunderbar harmonischer Ausklang dieser ersten Sendung im neuen Jahr von Da Capo. Danke, Frau Kammersängerin. Vielen Dank. Danke, Dame. Es war für mich eine große Freude, hier zu sein. Dankeschön. Tausend Dank.